Auch auf dem Weg zur klimafreundlichen Energiewirtschaft gilt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und Kühe haben damit mehr zu tun, als man zunächst meinen möchte. Denn die Tiere sind mittendrin, wenn in der thüringischen Gemeinde Schlöben fossilfrei Strom erzeugt wird. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel haben Daniela Schmidt und André Berthold sich zeigen lassen, wie genau das funktioniert. Schlöben in Thüringen. Dieses kleine Dorf hat das geschafft, woran in ganz Deutschland noch gearbeitet wird. Die Energiewende. Und die Grundlage für den Erfolg steht in diesem Stall. Wie das alles funktioniert, das will mir Bürgermeister Perschke erklären. Bioenergie heißt ja, ich brauche irgendeine Biomasse. Also die Gülle, die hier produziert wird, die brauchen wir, um im Fermenter das Methangas zu erzeugen. Das heißt, Sie machen aus Scheiße Energie. Manche sagen aus Scheiße Bonbons, ja, auch gut. Aber aus Scheiße im klassischen Sinne Energie. In die Biogasanlage kommen Gülle, Mist und Maissilage, die auf den umliegenden Feldern angebaut wird. Das Ganze wird verrührt und vergoren. Mit dem entstehenden Gas wird in drei kleinen Blockheizkraftwerken Strom erzeugt. Mit der übrigen Abwärme sorgen die Schlöbener für beheizte Wohnungen und warmes Wasser. Das ist unser Ziel, das Bioenergiedorf zu sein, das die größte Wärmenutzung Deutschlands, vielleicht auch weltweit hat. Also das wäre jetzt ein bisschen vermessen, aber so ein Projekt in dieser Komplexität gibt es in Deutschland hier nochmal. Das kann man also auch mit ein bisschen Stolz sagen. Mit dem Mist von 500 Kühen wurden im letzten Jahr rein statistisch 7.800 Menschen mit Strom versorgt. Dabei hat Schlöben keine 1.000 Einwohner, erzählt mir der Bürgermeister. Den hier erzeugten Strom verkaufen die Schlöbener. 1,35 Millionen Euro Umsatz haben sie damit gemacht. Das Geld investieren sie ins Dorf. Schlöben hat ein neues Nahwärmenetz sowie Wasser- und Stromleitungen. Auch schnelles Internet gibt es in jedem Haus. Gekostet hat das alles rund 6 Millionen Euro. Ganz schön viel Geld für so ein kleines Dorf, denke ich mir. Um das alles zu stemmen, haben die Schlöbener eine Genossenschaft gegründet. Finanziert wird alles über den Stromverkauf. Alle Anlagen gehören dem Agrarunternehmen, der Gemeinde und den Bürgern. Die Frage von Identität, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich als Mensch in meinem Dorf identifiziere, gebe ich eventuell was zurück, lebe gerne dort und tun vielleicht unseren kleinen Beitrag, dass es der Welt ein bisschen besser geht. Und man hat auch Spaß daran. Doch sehen das die Bürger auch so? Wir drehen eine Runde mit dem Bürgerbus durchs Dorf. Und der fährt natürlich elektrisch mit dem hier gewonnenen Strom. Wolfgang Teich ist der Fahrer. Auch er ist in der Genossenschaft. Unterschreiben Sie alles, was Herr Perschke gesagt hat? Dass auch so dieses Gemeinschaftsgefühl durch dieses Genossenschaftsding so ein bisschen gestärkt wurde? Ja. Ja. Doch, hat sich wesentlich dazu beigetragen. Hallo. Guten Tag. Sind Sie auch in dieser Energiegenossenschaft mit drin? Ich mache eine kleine Umfrage. Bin ich nicht mit drin. Ich habe meine Heizung am Dach. Ich hätte außen hoch gemusst. Ah. Und da so viel Unwägbarkeiten, habe ich gesagt, nee, lattet so, wie es ist. Ja. Okay, aber die Idee finden Sie an sich schon gut. Ich hätte es selbstverständlich gemacht. Ja. Wenn ich neu gebaut hätte als das, dann hätte ich natürlich das gemacht, ja. Bürgermeister Perschke ist stolz auf sein Dorf und auf das, was sie hier zusammen erreicht haben. Das, so Perschke, ist der Beleg, dass ohne die ländlichen Regionen die Energiewende nicht zu schaffen ist. Erstmal allen Beteiligten auf dieser Welt, egal in welchen Talkrunden oder sonst wo, nicht von denen, die da draußen auf dem Lande zu reden, sondern wir gehören auch zu dieser Gesellschaft dazu und sind genauso innovativ wie in der Stadt. Und insofern freuen wir uns, dass jetzt viele Städte auch vorbeikommen und gucken, was haben die gemacht. Auf ihrem Erfolg wollen sich die Schlöbener nicht ausruhen. Die Genossenschaftler denken bereits über die nächsten Projekte nach. Neue Photovoltaikanlagen sollen noch mehr grünen Strom erzeugen.